Läuft schon. Okay. Können wir uns ein volles Qualitätsbattle bieten, wer die bessere Qualität liefert. Sieht aus meiner 15 Jahren langen LP-Erfahrung jetzt schon mit dabei rausholen. Der LP-Opa stellt sich vor. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, damit sehr herzlich hallo zu Titan Quest Immortal Throne. Wir sind wieder zurück. Huhu. Hi. Hallo. Mit mir dabei, dabei ist der Kernbewohner mit dem Namen Kerni, der Wolf, Wolf A und Wolf B. Wir sind eine ganz nette, freundliche Familie. Los, meine Bewohner. Zerfleischt sie. Ja. Zerfleischt die Skelette. So, ja, wir wüten da also ein bisschen wieder einfach durch die Welt. Genau. Keine Ahnung, was momentan eigentlich so die Aufgabe ist. Ich habe jetzt bisher noch nie mitgelesen, seitdem wir da jetzt spielen. Ich habe damals ja auf meinem Kanal die Story quasi aufgesagt wie ein Schwamm. Ich brauche sie mir jetzt nie mehr wieder geben. Na, was war es mir da bis daher? Keine Ahnung, jetzt müssen wir dann glaube ich den Nessos, den zentrauren Dämon besiegt und... Ja, und ich glaube, die drei untoten Brüder kommen jetzt da nicht an, so eine Nebenquest. So ein Grab, ja, glaube ich. Gehen wir da hin? Jetzt schon gesagt, oder? Klar. Ich habe den mal cool gefunden. Mhm. Vor allem, da gibt es immer extra Boni auf irgendwelches. Extra alles. Simon, den musst du nehmen. Und dann auf noch einen Wolf drücken. Oder den Kerni. Dann als Nachbeschwörer, weil jetzt alles plus zwei oder drei Levels hat. Ja, so kriegst du auch drei Wölfe. Boah, sogar viel mehr, krass. Das ist plus 5, glaube ich, auf alle Stats, Levels, warum denn das? Oder plus 4? Wird das da höher durch den Mod? Klingt jedenfalls geil, das Nachbeschwören. Ja. So, dann die Aura, die kann jetzt ja auch nachaktivieren. Der Simon nimmt übrigens jetzt auch mit auf. Also könnt ihr auch auf seinem Kanal dann euch das Ganze ansehen. Wenn sie dann quasi von der Qualität komplett überwältigt werden wollt. Wenn sie dann sehen wollt, wie es im Spiel direkt quasi dann ausschaut, als würdet ihr da gerade in dem Feld stehen. Die Regierung von seinen Wölfen und vom Kerni, das ist in das, ja, das ist einfach krank. Da werden dann 3D-Effekte einbauen, hey, bis am schlecht wird, das wird gleich mal geil. Du brauchst mehr Energie. 3D-Effekte sogar. Das ist ja von Nvidia bei den Grafikkarten, das haben sie ja, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr oder Jahr oder so, kannst du jetzt 3D emulieren. Also ich glaube, wenn du eine Brille dabei hast, das ist glaube ich bei gewissen Karten dabei oder kannst du nachkaufen, dann kannst du jedes Spiel mittlerweile in so einem 3D-Modus spielen oder in so einem emulierten 3D-Modus. So ein refurbished 3D. Mhm. Hm? Da habe ich beim, also ich kenne es von jemandem, der was, ich weiß nicht, kennst du Heroes of New Earth, da sagt der Dota was von Warcraft damals. Ja. Und die kennen ein paar Leute, die haben gezockt, eben, aber die haben Hohn eben dann in diesem 3D-Modus gespielt und da kamen irgendwie die Bäume dann anscheinend aus dem Monitor raus und das ist mega geil. Wirst aufgeschossen. Ja, ich selber, mich hätte es überfordert, ich muss sagen, mir wird so bei Half-Life 2 so eine 3D-Grafik oder bei Guild Wars 2 zum Teil, da wird mir schlecht, wenn ich das zu lang spiele. Das verkraftet mein Gehirn nicht, diese Kann Grafik. Man schon vorstellen, allein so Grab. Allein schon so Oculus Rift könnte ich mir auch ziemlich heftig vorstellen zu spielen. Sagt mir nichts, was ist das? Diese neue Brille, die es da gibt, die wohl sicher, wo du dich quasi mitbewegst. Ja. Die es auf der Gamescom mal vorgestellt haben. Wo du nach links schaust und dein Charakter schaut nach links. Das stelle ich mir auch übelst heftig vor. Ja, aber ich glaube, dass so die Zukunft schon langsam ein bisschen weit von den ganzen Spielen nachher. Sie wollen sie mal alles nur interaktiver quasi dann gestalten. Ich glaube, das wäre ziemlich geil. Meisterschaftsschrein? Soll ich noch einmal? Ich habe nämlich den anderen Wolf, glaube ich, gar nicht nachbeschworen. Ja, das verbraucht sich eh mit der Zeit. Und was du auch vergessen hast, ist dein, oder unsere Lebensregeneration. Genau. Ja, die wird, glaube ich, eh verbessert, oder? Ja, aber du musst sie erst casten. Was? Ja, die. Ah, hab ich die gar nicht. Ah ja, ich hab die gar nicht aktiv. Okay, das hat sie noch. Ja, ja. Und ich hab sie aus Versehen deaktiviert. Aus Versehen, genau. Wie wir das beim letzten Mal gesagt haben, kostet Energie. Grab. Ja, meine Aura stellt dir wieder Energie her. Jetzt sind wir, glaube ich, bei den Untoten auch vorbeigerannt, kann das sein? Nee, da oben ist die Hülle. Okay. Das ist auch ganz gut gemacht, finde ich, da, dass man links daneben sieht bei unseren Charakteren, was wir gerade für Auren aktiv haben. Ich glaube, steht da der Level A dabei? Na. Doch. Na.
oder? Nee, Iselaitrons der Genesung. Ja, das ist meine. Was? Und wenn Stein sich jetzt, der Meisterschaft. Okay. Wenn sich jetzt einer entfernt, CC, dann ich zum Beispiel habe jetzt keine mehr oben. Oder wenn gewisse Leute einfach die Auren deaktivieren, weil sie ein bisschen dumm sein, dann ist er weg. Oh, Getränk. So, jetzt kommen wir zu den Untoten. Ja. Solchen Vögel, geil. Boah. Michi, hast du Toxos schon mal im Spiel gesehen? Also bis auf diese Schwachmaten-Nummer im Untotengang? Also im Gang? Ja, der war jetzt eigentlich nicht so... so, ja... Oh. Ja, also eigentlich nicht zu schaffen. Ja. Gragschloss der Grablos ist ein geiler Name, ja, von dem Boss. Zwei der Bosse auf einmal. Und der eliminiert meine Wölfe. Also Toxos ist wirklich so der heftigste Gegner. Simon, wenn wir den mal sehen? Das könnte ein Spaß sein. Gibt's den auf normal schon? Ja. Aber der ist sehr, sehr selten mit dabei. Da muss man schon viel Glück haben, dass man den erlebt. Der kann eigentlich in jeder... kann ja dieser Zier, also in jedem Grab sein. Also dort, wo man hingehen, könnte auch dabei sein. Ah, der ist dann unten bei den untoten Brüdern da, oder was? Entweder oder dort, oder er ist in einer Katakombe, oder er ist in Akt 3 oder so. Irgendwo befindet er sich. Warum rennt der mir jetzt nach? Was mich gerade wundert, sollten nicht die Bosse da alle mal 3 sein. Und wenn du schon andere Gegner sackschwer gefunden hast, dann wirst du Toxos lieben. Das ist ein One-Shot-Spezialist. Ja. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, bei dir war der Bandari, glaube ich, der Typ, der dich so fertig gemacht hat. Dieser Typ in Akt 3. Den Neandertaler war sie mit dem Meteoritenhagel, der was ja, genau, der Meteoritenhagel. Das war einfach total lächerlich, da habe ich glaube ich 8-mal hinrennen müssen oder so. Ich glaube, das ist so der einzige Gegner, für den wir X3 deaktivieren müssen. Ja. Aber das war so lächerlich, der Stunt und dann macht halt fix ein Meteoritenhagel und du kannst eh nichts machen, weil du gestunt bist und bist dann einfach tot. Da hast keine Chance, dem auszuweichen. Links, ja. Links ist der erste. Gibt es in Titan Quest eigentlich einen Hardcore-Mode? Nee. Der mit dem Schwert mal 3. Oh. Aber oben jetzt die Bosse, die waren jetzt wirklich nicht mal 3, oder? Da der Grablose und so weiter. Das waren ja bloß zufällige Bosse. Also die sind ja nicht immer da. Also die respawns oder die macht es dann nicht mal 3. Boah, stell dir vor, Toxos mal 3. Ja. Achso, ich hab meine Fähigkeiten übrigens noch gar nicht verteilt. Ja, erstmal jetzt machen. Vor allem laufen mir die alle nach, wo sind deine Wölfe? Macht das für euer Geld. Okay, warte, zuerst die Gegner eliminieren, dann skillen. Profi am Werk. Ich schaue mir das alles in deiner Aufnahme an und werde dann drüber ablästern. So, Moment. Gut, du skillst mal und ich grab dabei. Soll ich das Passive da mal erforschen mit 6% Reduzierung der Lebenskraft des Feindes bei den Wölfen? Nein. Das klingt so mächtig. Oh na, Gott, ich habe keinen Platz mehr für die ganzen Grabber-Items. Ein Punkt drauf und dann passt es. Okay, dann ein Punkt drauf. Warum dann nimmer? Weil Schaden durch Blutung total schwachsinnig ist, oder warum? Ja, das macht halt dann am Schluss nicht mehr so viel Schaden. Dann Intelligenz, weil Gesundheit und Energie ist kille nie. Obwohl ihr sagt, das ist gut. Naja. Aber ich glaube euch da nicht. Ich glaube, ich wollte es mir nur da sehen, wie ich mich verskill und dann lacht es mir aus, weil ich nichts mehr machen kann. Richtig. Wie man es halt so macht unter Freunden. Das war echt damals mit dem Kollegen aus Deutschland auch relativ viel so Diablo 2 Mods gespielt gehabt und er hat es halt schon gekannt und ich habe wirklich absolut jeden Charakter irgendwie verskillt gehabt. Das heißt, der hat dann immer alles allein töten müssen und ich wollte zuschauen dürfen, wie er alles tötet. Da mal recht neu anfangen dürfen wegen mir. Recht oft neu anfangen müssen wegen mir. Verskillen geht aber eh nicht leicht. Oder? Also wo meinst du jetzt? Bei Diablo oder bei... Bei Diablo 2, ja, bei Titan. Okay, ja, gut. Da geht's, weil da kannst du... Da finde ich das gut, da kannst du die Skills immer resetten. Mhm. Also es kostet zwar Geld, ich weiß aber gar nicht mehr, wie viel. Ist es teuer gewesen? Kommt drauf an, wird immer teurer. Ja. Aber jetzt so, was ich, 10 Punkte oder sowas einmal resetten, kostet jetzt nicht viel, oder? Was ich noch weiß. Das ist, glaube ich, ganz gut gegangen. Nee, am Anfang ist es ziemlich günstig, das zu resetten. Stimmt. Ich habe übrigens da in meinem Inventar so Kriegersachen. Ich wirf jetzt die einfach da mal hin und ihr dürft euch da bedienen.
Ich werfe auch mal den Chitin hin. Das ist nämlich ein guter Shit. Guter Chitin. Boah, die Fallen, das sind krass. Die putzen meine Beschwörungen fast instant her. Ah, er kämpft schon. Da vorne sind... Oh, meine ganzen Wölfe sind schon wieder weg. Danke. Ja, ich mache ja richtig viel weg. Schaden. Und alles ist weg. So, und ich benutze... Oh Gott, ich bin tot. Ich habe die Hotkeys vergessen für heilen und alles. Und ich mache da mal so ein Portal. Der erste Tod. Warum muss er immer am Anfang passieren? Harr. Gibt's in Titan Quest einen Hardcore-Mode nicht, gell? Ich glaube, wir spielen gerade den Hardcore-Mode. Ja, aber sowas, da, wenn man stirbt, dann ist man für immer weg. Das wär's. Nicht. Jetzt hab ich gar keine Erfahrung gekriegt. Alles krass, die haben jetzt mir irgendwie fokussiert. Warum haben sie das da? Wie war das? Du bist der Stärkste von uns? Nein, ich nicht, die Wölfe. Ich selber bin nutzlos, ich bin der Statist. So wie du bei dem, sehr so geil gefunden, bei dem Vorstellungsvideo, wo du einen Ritualisten vorstellst, wo du den Hydra-Boss da hast, den zweiköpfigen, und du tust gar nichts außer im Kreis rennen und die Beschwörungen töten alle. Ja, so spielt übel. Man denn, jetzt habt ihr das gesehen. Also lachen müssen. Und laufen nach Carsten. So, jetzt habe ich da Bonus für Begleiter. Ist das gerade besser? Noch mehr kannst du nicht tragen. Da hat den Stab, falls irgendwer braucht. Ich gehe mal kurz shoppen. Und ansonsten habe ich aber eigentlich nichts. Du bist shoppen. Mhm. Weil es ist im Inventar, ist einfach so verdammt schnell voll am Anfang, das ist irre. Ich bin mal der Imbe Zalando. Ich denke, dass du hier fündig wirst. Oh Gott, Moment, ganz kurz, das Interface da, ich will gerade da was vervollständigen. Passt. Jetzt kann ich mir nochmal Handel treiben. Wer war das? Na, doch nicht, ich hab bloß geschaut. Ich wollte eigentlich bloß schauen. So. Wollte was geben, aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, Moment. Ich gehe auch kurz statt verkaufen, es ist schon wieder alles voll. Alles gut. Okay, mir hat mir genau in die Höhle gebeamt. Hä? In mein Portal. Ja. Achso, ich muss ins mittlere klicken, okay. Irgendwie zeigt es aber nicht drei Portale an, kann das sein? Ich muss jetzt da nochmal schauen. 30, 33, 34. Ja, du hast ja kein Portal gestellt, oder? Hat nicht jeder von uns jetzt eins platziert? Du nicht. Also die braucht so Mana-Tränke. Deins ist weg, nachdem du gestorben bist wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja. Aber jetzt zockt es 3 an, okay. Alle. Und es zockt. Ah, und wenn ich drüber fahre, dann zeigt es mir von wem das Portal ist. Das ist ja mal genial gemacht. Immer dieses neumodische Zeug. Ja. Wie das mag, wenn Entwickler mitdenken. Da steht immer noch dein Grabstein. Achso, genau, den kann ich auch noch aufheben. Was kann ich den grabben? Kann ich Erfahrung sammeln? Erfahrung klauen? Boah, fette 163 Erfahrungspunkte. Oh. Leck mir, jetzt bin ich stark. Tode insgesamt 1. Größter getötetes Monster. Wie lange hat es in deinem Let's Play gedauert? Bisschen länger, oder? Boah, nicht viel länger, das war dann aber bei den Zentauren, da hat mir glaube ich irgendeine Falle auch ziemlich krass herlassen, von denen der rotierende Kreisel oder was die Pfeile ballert. Der hat mich da glaube ich genatzt. Ja, und ich glaube, da war ein Bug mit dem Traumschlag, also mit dem Ansturmschlag. Da hat er glaube ich auch gerade nicht funktioniert. Ja, manchmal trifft er nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist oder ob das einfach ein Fehler in dem Skript von diesem Spell ist. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, ob das passiert, weil die Gegner weiterlaufen oder einfach. Ja, weil sie Ausweichchance haben oder so, aber normal willkürlich. Keine Ahnung. Zauber treffen normal zu 100%, oder? Hätte ich auch gedacht. Irgendwie sind meine Units nicht so, oder die Begleiter nicht so sehr aggressiv. Hast du sie auf aggressiv gestellt? Ja.
Ja, jetzt sind sie weg. Ja, jetzt habe ich sie vorgeschickt extra, aber eben. Was ihr alles für gelbe Sachen liegen lasst. Ich sammle die ja, wieder alle auf und verkauf sie. Wenn man da jeden Schund mitnimmt, dann wird man nie fertig. Ha, wieder ein Schund. Ich heb nochmal grün und blau auf. Noch mehr kannst du nicht halten. Oh, das sieht man schon im letzten. Dreimal. Wobei, eben das ist Titan Quest, das Jasa-Spiel. Wie findet am Anfang brauchst du Geld relativ dringend oder das Gold? Und dann am Ende da schon irgendwie so viel, dass es schon wieder komplett uninteressant wird. Ja, also du willst jetzt extrem viel umskillen oder sowas. Ja, nach okay, weil das wird glaube ich wirklich ziemlich teuer. Und was auch teuer ist, ist zum Beispiel so Schriftrollen. Die magischen dann, Dingens da. Ja, genau. Okay. Die quasi vervollständigen. Weil das kostet dann auch immer einen gewissen Betrag, diese Schriftrollen herzustellen. Mhm. Und du musst zuerst mal die rote vervollständigen, um dann die blaue zu vervollständigen, um dann die lilane zu vervollständigen. Also. Ah, da gibt es unterschiedliche Farben dann, okay. Mhm. Meistens je nach Schwierigkeitsgrad, also die lilane findet man meistens erst im letzten. Dann eine gewisse Chance, dass die vorher schon droppt und so weiter. Oh, grün! Okay, Brustpanzer ist vermutlich nichts für mich. Wer mag's haben? Wer ergeiert sich's? Der Grabber. Ja, ist schlecht eigentlich. Ja, ihr könnt's eh nicht tragen, oder? Keine Ahnung, was hat's für Anforderungen? Erlöse uns davon. 90 Stärke. 90? Na, bin ich weit davon entfernt. Hat 90 das? Nein, nur 90, okay, ja. Das ist ja ein Schnäppchen. Wenn man die Rüstung bitte aufgehalten kann, bis Akt 4. Frühestens. Was hast du jetzt eigentlich für Sturm angefangen, gell? Sonst hast du noch nix. Nee. Ihr vergesst ja da die super tollen Höhlenkriecher. Ah. Ich heb grad Gold auf. Das ist ja gar nichts. Oh Gott. Grad reich. Ich bin grad tot. Brauchst du ein Portal? Wohl, mein steht noch. Wo bist du gestorben? Ah, da. Ah, bei den Höhlenkriechern, ja. Mhm. Die haben die, glaube ich, auch nicht übersehen. Was? Die mögen mich. Für mich sind das einfach Spinnen. Ich hole mir dabei ist die eigentlich. Kriegt ihr auch die Erfahrung, wenn ich die jetzt einsammle? Oder müsst ihr dazu in der Stadt sein? Hast du jetzt eingesammelt? Noch nicht. Soll ich draufklicken? Ja, machen wir mal. Die Skelette werden uns also nicht in Zukunft werden Kinder in die. Ihr habt Krieg, ja. Okay. Ich auch. Passt. Ja. Warte, dass ich es nochmal aktivieren? Die waren nicht in der Stadt. Okay. Ich denke, dass du hier. Ne, hab's nicht mehr nochmal. Das wäre geil. Das wäre geil, wenn sie jeder einfach reinlesen könnte. Ja, dreimal Mod. Okay. Ja, wir haben ihn dreimal gekillt, stimmt. Betrug. Das wär für die späteren Quests aber dann ziemlich lächerlich, wo man ja dann mehr kriegt. Ja, stimmt, den Typhon da. Ach, finde ich gar nicht. Den, was wir vermutlich nie schaffen werden. Den wir nur einmal schaffen. Mit Mühe und Not. So, aus der Höhle dann wieder raus, oder? Oder wo ist jetzt wer? Ich habe die Übersicht verloren. Da ist wer neben mir. Der Mich ist da. Also ich habe ein Portal gesetzt. Also. Die Leute werden es extrem spannend bei mir haben zum Zugucken. Einkaufen, grabben, einkaufen, grabben, einkaufen. Oh, muss ich wieder verkaufen. Nachher beamst du wieder her. Oh, gelbe Sachen. grab, wieder verkaufen. Leute, dann hebe ich jetzt auch gerade den ganzen Mulder auf und geh auch kurz in die Stadt. Ich komm zurück. Irgendwer muss ja den Leuten was bieten. Na, weil ich hab davor das ganze Geld ausgegeben für so einen Ring, der was meine Begleiter gebufft hat. Das war ein wertvoller Gegenstand. Der hat das ganze Inventar verhagelt, wahrscheinlich der Ring. Na, der war göttlich, warte mal. Was hat der gebracht? Da 10 Schaden hat nur mal 5% Schaden. Also stell dir vor, das skaliert mit dem Spiel einfach mit. Nix. So einen guten Ring findet man nie mehr. Das sind da einzigartige Relikte, was ich da quasi. Noch ein gelbes Haus.
Du hast auch noch deinen Grabstein hier stehen. Ja, ja. Ich stehe jetzt an deinem Grab. So, scheiße, wir Blumen hin. Ja. Jetzt habe ich wieder massig Gold, jetzt geht's. Ich werfe die Blumen hin. Geh weg von meinem Grab. Weg. Grabschänder. Das sind aber schöne Blumen. Okay. Kriegen wir da eigentlich auch Erfahrung, wenn jemand ein Grab wieder aufhebt? Ja, genau. Das bist du für ein Sadist. Genau, warum? Man kämpft es ja frei für seine Teammitglieder. Kämpft das frei? Ich geh mal verkaufen. Ja, jetzt vielleicht gerade was ein schlechtes Beispiel, aber allgemein. Das ist eine Sackgasse. Das Gebiet finde ich so geil, das schaut irgendwie so cool aus. Da die Mischung aus Wald und Ruinen ist einfach göttlich. Ich mag Akt 1 überhaupt ziemlich gern. Ja, finde ich auch, also vom Aussehen her ist das irgendwie einer Achtung, der Boss. Tollsten. Oh, jetzt kommt das schon, oh Gott. Es wird Zeit für die Wölfe. Moment, ich markiere sie. Release the Wolfes. Go! Die laufen wieder zurück, weil er zu weit weg ist. Dreimal. So, dann schicke ich mir sie noch einmal vor. Schau sie, sie geben schon voll Gas. Warum auf mich? Weil du reingelaufen bist. Bist du noch ein Tippen, der gerade weggewamst hat, oder den Soldaten, den Nutzlosen? Ja, deine Ilfe fällt, Gott! Nein. Ich Weichbrötchen. Wir sollten auf jeden Fall Ohren von denen fokussieren, wenn geht's. Also Ohr, wie heißen denn die? Das denken und sich die Demos auch gerade. Die machen gerade dieselbe Taktik mit mir. Ich kann bald wieder einen Wolf nachbeschwören und Anna ist schon zur Hälfte down. Ja, nimm mal den. Aber ich bin auch zur Hälfte down. Wie weit man den wohl zurücklocken kann? Kann man den bis nach Sparta jetzt, locken? Jetzt dass in der Brücke. Leonidas dann one-hittet? Eigentlich hätten die jetzt bei der Brücke runterfallen müssen, das ist viel zu schwer. Das wär's. Hallo Spinner. Oh, jetzt gehen sie zurück. Oh Gott, sie gehen auf mich. Sie haben Angst vor den Spinnen, die gerade gespawnt sind. Ich ignoriere mich, nein, ignoriere mich nicht. Oh Gott, wie heile ich mich? Bin ich tot? Nein, ich lebe. Ich bin tot, oder? Okay, ich bin bald tot. Stell mal Portale. Ich lebe. Ja, passt. Portal steht jetzt. Okay. So, jetzt auf der Brücke, die einfach einkesseln. Na, lassen Sie sich nicht, gell? Das sind ziemlich intelligent da, diese. Stehen bleiben, Simon, stehen bleiben. Ich hatte den gerade so schön. So, jetzt muss ich da die. Spam, Spam, Finger auf dem Heiltrank lassen. Nicht gut. Oh Gott. Da ist den einen da, den 19er. Prügelt ihn. Die sind unterschiedliches Level. Ah, das fällt mir jetzt auch geil aus. Oder den 16er, Ja, wenn ich Schaden machen würde mit den Attacken, ist es ja erbärmlich. Jetzt weißt du, was ich in meinem Vorstellungsvideo erzählt habe. Ja. Ich bin schon wieder tot, okay? So, da ist wieder ein Wolf. Ja, ich lock schon wieder Spinnen. Oh Gott, ja, eliminieren wir mal die da, die stören jetzt nämlich gerade. Können wir uns nicht verbrüdern? In welchem Spiel war das, wo die Gegner sich auch gegenseitig bekämpfen? War das nicht in Diablo? Bei Siegfried gibt es auf jeden Fall, da waren die Untoten teilweise gegen die Goblins und so. Ah, da habe ich das gesehen, ja, das fand ich ja auch geil. Das finde ich auch witzig, ja, wenn es da quasi nochmal so eigene Allianzen quasi gibt. Das ist nämlich irgendwie realistisch, nicht so alle Gegner, die sich verbünden, sondern dass da auch so Kämpfe ineinander gibt. Ja. Habt ihr schon alle, oder? Nein, nee, nein, die haben sich einfach zurückgezogen. Die haben geschraubt. Boah, einer ist eh verstanden, da habe ich gerade gesehen. Der 19er. Der 20er. Na, ich bin schon wieder tot. Der 19er ist gleich tot? Yeah! Nein, der 20er Akbar. Einer ist gerade umgefallen. Grab! Ne, bringt mir nichts. Okay. Ich habe Erfahrung bekommen. Das ist schon mal gut. Irgendwas schreit, irgendwas wütet. Stirb, Polyphemus! Deine fette Mutter, jawohl, er ist tot. Oh, ne. Na! Grab! Ja, es bringt mir nichts. Das war schön. Ich könnte jetzt auf 111 Stärke skillen und mir dann diesen geilen grünen Zyklopenkeulenhammer schnappen. Na gut. Naja, da vorne ist auch Zyklopenkeule. Aber die ist nicht in grün. Da vorne ist noch ein Grab. Ein grün ist er nicht, ne? Schon grünen Zyklopendinge, geil. Also ich grab mir 114 Stärke, leckt mich am Arsch.
Orakel. Oha, Orakel. Ja, ich hab's ganz kurz gesehen. Das bringt mir eh nix. Crap. Orakel Kranz. Aha. Was kann das? Ich hab's nicht. Ist ziemlich gut, Intelligenz und minus Aufladezeit. Ich schnapp mir das mal. Also du hast, okay, ich hab gedacht, es ist verschwunden. In meinem Sack. So, ja, ist, an und für sich ist es aber eh gut gegangen da. Okay. Nee, ich bin nie gestorben. Also ich bin sehr stolz auf meine Begleiter. Ich auch fast. Fast. Oh. Grab. Einer macht auf, der andere grabt. So muss das sein. Aber ist Gold eigentlich geshared, wenn das einer von euch aufhebt, dass dann jeder kriegt ein bisschen? Gold wird geteilt, das war's. Echt geil. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich schau mal, jetzt habe ich 46.000. Jetzt schau mal, jetzt hebe ich nichts auf, ob ich dann mehr kriege.